Die weiße Flagge brauchen sie bei den Münchner Kammerspielen nicht mehr hissen. Auch die Kulturbranche hat den Kampf gegen Corona vorerst gewonnen. Weil die Inzidenz in München dauerhaft unter 100 ist, dürfen Theater oder Konzerthäuser ab sofort wieder vor Publikum spielen. Also wir haben jetzt seit November darauf gewartet, wieder Publikum empfangen zu dürfen, hatten zwischendurch diverseste Szenarien immer vorbereitet, in der Westentasche parat, um loszulegen. Dass wir es jetzt dürfen, ist großartig. Der Spielplan der Münchner Kammerspiele ist prall gefüllt. Los geht es mit den Stücken Unsichtbar, Solidarität und Dies und Das in Between. Und das vierte ist unsere erste große Live-Premiere im Werkraum. Wir Schwarze müssen zusammenhalten, eine Erwiderung, eine Arbeit von Jan-Christoph Gockel und Ensemble zu der Kolonialzeit im Togo und eine Austreibung der Koloniegeschichte zwischen Bayern und dem Togo. Und die zeigen wir schon länger im Stream und es ist aber ein Format, das sowohl online als auch live funktioniert. Und nun werden die Zuschauer das erste Mal die Möglichkeit haben, das auch live im Werkraum wieder erleben zu können. Auch andere Kulturstätten wie die Bayerische Staatsoper, das Volkstheater oder die Münchner Philharmoniker freuen sich, endlich wieder vor Publikum spielen zu können. Tickets können in den meisten Fällen telefonisch oder online bestellt werden. Oft wird es, wie auch bei den Münchner Kammerspielen, zudem eine Abendkasse geben.